Gib mir Lapis, 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 Lapis! Gib es mir! Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mindfaction 2. Wir sind wieder dabei, ein bisschen zu farmen. Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Aber wir haben immerhin schon unser super totes Schwertchen hier fertig. Und das macht gut Schaden. Und ich hoffe, dass es, ja, es kann auch blocken. Seht ihr, es kann blocken. Wow, es kann blocken. Wie dieses Schwert auch. Und ich bin mir irgendwie immer noch nicht sicher, ob diese Tinkers Construct Gegenstände nicht irgendwie einen Nachteil haben müssen. Keine Ahnung, weil irgendwie wirken die zu OP. Die müssen doch Nachteile haben, sonst bleibt doch das Gleichgewicht nicht erhalten, oder? Da ist Lava. Okay, Lava, fließ in das Wasser hinein. Und habe deinen Spaß. Boah, komm schon. Ich habe keinen Kobbel dabei, ne? Jetzt. Gut, dann komm, komm zu mir. Komm, ich werde das Wasser aufhalten. Mit meinem Leben. Vielleicht finden wir irgendwo. Wir hatten letztes Mal so eine richtig gute Strecke tatsächlich, wo wir uns super gut durchgraben konnten, ohne dass Lava kam. Da hatten wir aber auch ein bisschen mehr Pech tatsächlich dann, was die Dings angeht. Was die Ressourcen angeht. Da haben wir nicht so viel gefunden. Hoffen wir, dass es dieses Mal ein bisschen besser ist. Zinnbeerenbüsche brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, da haben wir einen Zombie. Das ist ein normaler scheinbar. Okay. Also Plünderung bringt übrigens nichts, um mehr Mini-Herzen zu bekommen. Das leider nicht. Soll ich da mal reingucken in die Höhle so ein bisschen? In die Höhle des Löwen? Meistens ist es immer so, wenn ich dabei bin, die letzte Folge in einer Aufnahmesession aufzunehmen, sterbe ich sehr gerne. Demzufolge würde mich das jetzt nicht wundern. Achso, die Bärenbüsche einfach nur. Es würde mich nicht wundern, wenn wir gleich sterben. Das ist eine Truhe. Ach, hier waren wir schon mal. Oh, da hinten ist aber noch ein Spawner. Von irgendwas. Hier ist generell so viel gerade unterwegs. Wollen wir mal da rüberlaufen? Ach, so ein Fallspawner ist das. Okay, den haben wir. Ah. Hier haben wir Eisenbärenbüsche. Eine Erdscheibe. Okay. Es ist sehr groß und riesig. Was hat mich beworfen? Ich weiß es nicht. Irgendwas hat mich beworfen. Ich gehe mal erstmal zurück. Ich weiß nicht, was es war. Ob es ein Mob war. Aber die Vergiftung hält 30 Sekunden noch. Willst du mich verarschen? Das dauert ja noch Jahre. Bis dahin bin ich hundertprozentig schon tot. 15 Sekunden noch. Ist halt nur Vergiftung, aber echt lange. Ja, jetzt kommt irgendwo von irgendwo gleich links oder rechts ein Zombie an. Dann war's das, oder was? Wobei er uns nicht mal down bekommt, die Vergiftung. Bekommt uns nicht ganz down. Das freut mich. Aber ihr seht schon, einmal in so eine Höhle gegangen, ne? Und schon sieht's nicht mehr so gut aus. Mann! Okay. Gut. Wie dem auch sei. Lassen wir vielleicht Höhlen erstmal Höhlen sein. Demnächst wird sicherlich auch nochmal eine Rückkehr in den Tempel anstehen, in dem wir in dem wir damals gestorben sind. Entropiescherbe. Okay. Dias. Ah, verdammt. Zu spät gesehen. Aber gut. Nochmal ein paar Dias für mich. Sind dann 8 nochmal gewesen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. In den Tempel nochmal, wo wir damals gestorben sind, falls ihr euch noch erinnert, in dem man erbeuten konnte. Da gab es ja so Unmengen an Zaubertische und Bücherregale und sowas. Und da wollen wir nochmal hin. Zum einen hatten wir da ja eben noch nicht alles ausgebeutet. Zum anderen brauchen wir mal wieder ein paar Bücherregale oder Bücher an sich. Das wäre ganz praktisch, wenn wir da ein bisschen was hätten. So, komm schon. Ich höre schon wieder Spinnen. Weiß nicht, ob ich da großer Fan von bin. Ah, Lava überall, wo das Auge hinreicht. Und, Blocky hatte auch mal einen Minotaurengang gefunden. Und da ich jetzt gerade so ein bisschen... Ach, schon wieder Dias. Verdammt. Ich buddel sie zu schnell ab. Ich buddel sie zu schnell ab, aber vielleicht sind hier noch welche. Ah, hier ist auch schon wieder irgendwas. Bin mir nicht sicher, was. Aber ob ich da großartig nachgraben will, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Gucken wir hier noch so ein bisschen hin. Hier wäre wieder irgendwas, aber da sind Spinnen.
Und vor Spinnen, das wisst ihr, liebe Kinder, sollte man gut Respekt haben. So viel Kohle haben wir... Hä? Warum habe ich die jetzt weggeworfen? Ich habe die doch da hundertprozentig reingelegt. Jetzt erzähl mal hier kein... Kannst du bitte die Kohle aufheben? Dankeschön. Meine Güte. Heute wieder ganz wählerisch, ne, Minecraft? Ja, ja. So, oh, guck mal, hier sind wir wieder irgendwo durchgebrochen. Also wir haben generell noch sehr viel zu erkunden. Ich glaube, waren wir jetzt eigentlich mittlerweile schon mal in dieser Schlucht, die wir ganz am Anfang in Folge 2, 3, 4 irgendwann entdeckt haben? Waren wir da jetzt schon mal drinne? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Keinerlei Ahnung. So, lass uns mal hier weiter graben und hoffen, dass wir endlich das gute alte Lapis finden. Da geht's auch schon wieder so tief runter oder so, ne? Bin mir nicht ganz sure, wie das da aussieht. Ist auch manchmal nicht leicht zu erkennen. Im Leben. Lass mich durch. Hier ist doch wieder bloß eine scheiß Wasserquelle, die uns wieder Ewigkeiten aufhalten möchte. Ja, also es steht auf jeden Fall einiges an. Minotaurengang, Tempel, vielleicht Schlucht, Höhlenerkundung und so weiter. Alles sehr gefährliche Unterfangen. Also Minotaurengang weiß ich zum Beispiel gar nicht, was uns da erwartet und ob die jetzt schwer oder leicht oder so sind. Aber gerade wenn man es dann mit Sachen zu tun bekommt, die man nicht kennt, ist man manchmal noch etwas ängstlicher. Und vor allem auch, ja, etwas ahnungsloser natürlich, ne? Und dadurch kann man sehr, sehr leicht überrascht werden. Ob das immer so gut ist, weiß man nicht. Weiß man nicht. Man munkelt nur, dass das nicht immer gut sein soll. Und dass es manchmal zum Tode führt. Wie damals mit den resistenten Giftspinnen. Mit denen hatten wir bis dato auch noch keine Erfahrung gemacht. Man lernt halt aus seinen Fehlern nach und nach dazu. Ich werde übrigens nie wieder hier rausfinden. Oh, Lapis! Nice! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann, gib mir das mal. Und ich hoffe, dass es eine schön große Ader ist. Sieht jetzt nicht riesig aus. Ja, aber... War jetzt auch nicht so ultra wenig. Ich glaube, 50 brauchten wir. 50. Okay. Dann müssten wir das doch... Können wir das jetzt hiermit machen? Müssen wir mal gucken. Also wenn ich jetzt... Also irgendwas fehlt hier auf jeden Fall, aber es könnte sein, dass es schon reicht. Also wir können jetzt das hier reinmachen und Lapis doch im Prinzip auch wieder so, ne? 377, 379. Ja, aber es reicht noch nicht, tatsächlich. Es reicht noch nicht ganz. Dann sind wir nämlich... Wir brauchen noch 25 mehr. Vielleicht ist hier aber auch noch irgendwo was. Ein bisschen was gewesen. Hier haben wir noch, noch mal was anderes Blaues. Hab schon gerade Hoffnung gehabt. Aua! Meine Augen tun mir weh mit dieser Spitzhacke. Schade, jetzt habe ich gedacht, wir hätten es jetzt endlich beisammen. Ich muss mal die weglegen. Können wir das hier vielleicht auch nochmal alles reindonnern. Wir haben nochmal etwas mehr Platz. Nehmen und sterben munter fröhlich die Monsters. Finde ich gut. Kies fällt hinunter. Finde ich nicht so gut, glaube ich. Weiß ich nicht genau. So. Nur noch 25 Lapis. Es wäre sogar easy machbar, ohne jetzt noch Glück zu haben drauf. Das heißt, eine Ader noch und wir sollten es gepackt haben, Leute. Eine einzige Ader. Komm schon. Ich mag Adern. Gib sie mir. Gib sie mir. Gib mir die Lapis-Ader. Ich merke schon wieder, dass ich zu gierig werde. Vielleicht sollte ich jetzt aufhören. Diamanten. Was ist denn los, Leute? Also, was Diamanten angeht, haben wir ja dezentes Luck in den Parts gehabt, oder? Kein Part ohne Diamanten. Wieder 17. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Mann, da will ich die nicht hinhaben. Da will ich die hinhaben. Gib mir Lapis, 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 Lapis. Gib es mir. Werde ich zu gierig? Es könnte sein. Wird es sich bestraft machen? Es könnte sein. Vielleicht aber auch nicht. Gold würde ich ganz gerne mitnehmen. Da haben wir es. So, weiter geht's. Und wieder diese komischen Scherben, wo niemand eine Ahnung hat, wozu man sie braucht. Noch mehr Gold. Holy Macaroni. Frony. Vom Ponyhof. Und Wasser. Wasser ist auch gut. Komm schon, ich will jetzt nicht den Part beenden, bevor ich Lapis gefunden habe. Und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe. Habe ich mir das aufgeschrieben? Ich habe mir hier... eine komische Zeit aufgeschrieben. Aber ich sehe es da nochmal. Okay, wir haben noch ungefähr 5 Minuten. Das wird schwierig. Wird kritisch. Kann man aber hinbekommen.
Wenn wir noch ein bisschen Gas geben. Leute, eine Lapisader. Das Glück muss uns Holz sein. Scheiß auf Diamanten. Ich gebe alle Diamanten, die ich gerade dabei habe, weg, wenn wir jetzt eine Lapisader finden. Also nicht, dass ich es wirklich tun würde, aber wenn ich müsste, würde ich es tun. Wenn ihr versteht. So, dann mal hier noch ein paar Fackelchen. Okay, so. Die Sticks lassen wir jetzt einfach mal hier. Die sind aus Cobblestone. Die kriegen wir auch so hin. Und wie viele Silberfische wir einfach auf dem Weg begegnet sind hierher, ne? Ist auch nicht gerade wenig gewesen. So, hier kommt nochmal Wasser raus, ne? Ja. Okay, dann sollten wir hier vielleicht nicht weiter lang gehen. Das kostet uns nur Mühe. Ach, verdammt. Der Hammer ist kaputt gegangen. Natürlich. Wir haben die Werkzeugstation irgendwo stehen lassen. Sehr gut. Achtung, hier war irgendwo Lava. Irgendwo hatte ich Lava übrig gelassen. Achtung, Lava irgendwo. Irgendwo war Lava. Ich muss mir das oftmals ins Gedächtnis rufen. Ich glaube, hier dürfte die Station irgendwo sein. Da ist sie. Dann reparieren wir auch den Hammer nochmal schnell. So, das müsste ja dann eigentlich reichen. Und dann nimm diese Station mit. Ich habe die nicht umsonst gemacht, okay? Nimm sie mit. Und werde glücklich damit. So. Guck mal, hier haben wir Lava. Das ist ganz gut. Dann können wir gleich mal die Cobblestones verbrennen. Und die Zeit läuft uns weg. Wir können uns auch hier reinbuddeln. Das ist nicht das Problem. Komm schon. Komm schon. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. Mann! Ich will nicht weiterfahren beim nächsten Mal. Ich will endlich fertig sein damit. Plünderung 3. Gib mir Plünderung 3. Ach ja, und Nether. Nether natürlich. Das ist ja das, wofür wir es machen hier hauptsächlich. Gib mir die Lizenz für den Nether. Ich war schon so lange nicht mehr da. Das letzte Mal mit Bubbles, glaube ich. Und das zählt irgendwie nicht. Oh, hier ist noch irgendwo Wasser. Hallo. Hör mal auf jetzt. Bitte, danke. Ich habe das Gefühl, dass wir keinen Lapis mehr finden werden. Es sieht so aus, als wäre alles dagegen. Alles wäre dagegen. Okay. War da Lapis? Nein. War es nicht. Dann gehen wir halt hier lang. Und dann kommt auch da Wasser von der Seite. Das ist mir jetzt scheißegal. Ich buddel mich jetzt durch, ohne von euch aufgehalten zu werden, okay? Und wenn der Hammer noch 8-mal kaputt geht, dann ist es halt so. Okay, jetzt hör auf. Jetzt lasse ich mich doch schon wieder abhalten. Das nochmal, oh, Silberfische. Stop it. Die. Aua, 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 aua. Aua, aua. Wo ist es? Ist das Wasser vielleicht nicht so geil? Es hat sich, glaube ich, wieder irgendwo hingeportet. Hier verreckt es. Okay, soll ich es befreien? Es droppt ja doch noch was ganz Cooles. Komm jetzt her. Critical, critical. Ich kann es nicht treffen. Es ist irgendwo drin. Gefangen. Und bekommt keinen Erstickungsschaden mehr. Uff. Was ist das? Ist das? Ich sehe es nicht mehr. Und es hat sich wieder irgendwo hingeportet. Ja gut, wenn du zu dumm bist zum Leben, dann kann ich auch nichts dafür. Sorry, Mann. Sorry. Das erste Mal, dass wir so ein Ding wiedergefunden haben. Das sind nochmal Silberfische. Es will einfach nicht, ne? Es will nicht. Lapis! In der letzten Minute. In der letzten Minute. Jetzt müssen wir nur noch Glück haben, dass es ein bisschen Lapis ist, dass es reicht. Viel ist es nicht gewesen. Aber es sollte reichen. Es sollte reichen. Okay. Komm, Leute. Das machen wir jetzt noch schnell. Also, Tisch hier hin. Schwertchen rein. Na, Lapis-Blöcke wären schon ganz geil. Das geht dann doch ein bisschen schneller. Kurz mal Lapis-Blöcke draus machen. So. So. Okay. Und Lapis-Blöcke hier rein. Schwertchen hier rein. 395. 413. 431. 449. Und Plünderung 3. Nice Scheiße. Wir haben unser Plünderungsschwert. Und darauf haben wir jetzt echt einige Folgen hingearbeitet, Leute. Das haben wir uns jetzt aber auch verdient. Wahrscheinlich sterben wir jetzt direkt, aber dann behalten wir es ja trotzdem. Von daher, absolut kein Problem. Nekrotische Knochen sollten jetzt auch uns deutlich leichter fallen zu bekommen. Hoffe ich zumindest mal. Läuft man eigentlich anders? Nee. Hatte gerade das Gefühl, als würde man irgendwie schneller oder langsamer laufen oder weiter springen können. Wer weiß, was diese Schwerter alles so für Fähigkeiten geben. Wir müssen mal gucken. Wir müssen noch eine ganze Weile laufen. Ich habe mir das ja beim letzten Mal markiert. Das war ganz gut, dass wir das mit Flu gemacht haben. Auf die Idee hätte ich auch mal kommen können, dass ich mir unterirdisch markiere, wo ich lang muss. Weil dann ist es vielleicht doch leichter, zumindest ungefähr in das Gebiet wiederzukommen, wo die Treppe ist. Und ab da sollte es dann irgendwann auch nicht mehr so schwer fallen, zurückzufinden. Guck mal, hier haben wir Sand zum Beispiel. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Dann müssen wir hier lang. Hier ist irgendwo das Nether-Portal, glaube ich. Ich glaube, ist es hier irgendwo?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Nether-Portal auch überhaupt nicht hier. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir müssen auf jeden Fall hier lang. Und hier dürfte dann eigentlich irgendwo die Treppe sein. Irgendwo. Hätte ich jetzt gedacht. Irgendwo in diesem Bereich müsste es sein. Das ist bestimmt so wie beim letzten Mal. Das ist das Portal. Ah, okay. Alles klar, also hier lang einfach. Super, da ist sie. Wunderbar. Gut, dann waren wir in dieser Folge wieder sehr produktiv, haben 17 Diamanten gefunden, genug Lapis, um unser Schwert auf Vordermann zu bringen. Das ist doch sehr erfolgreich und dann wird es beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich in den Nether gehen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Wir können das hier nicht aufsammeln. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und wir sollten uns dann auch immer mal da ausloggen, wo wir den Ausloggraum haben. Ist recht praktisch. In der Regel. So, erstmal das Zuckerrohr hier noch reinlegen. Goodie, goodie, goodie. Dann gehen wir hier rein. Denn ich werde jetzt erstmal wieder eine Weile nicht auf den Server gehen. Damit ihr die Folgen auch wieder aufholen könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann laufen wird mit dem Plünderungsschwert. Ich bin sehr gespannt, das mal in Aktion zu erleben. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss. Ausdauer.